Stellt euch vor, Mülleimer können den Müll selbst einsammeln. Sowas zu bauen sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? Es ist halt wirklich alles kaputt. Okay, vielleicht doch nicht so einfach wie gedacht. Aber nochmal zum Anfang zurück. Danke an Talentmaschine, die uns bei diesem Video unterstützt haben. Hier in Berlin ist es oft relativ dreckig. Deshalb dachten wir uns, wir wollen irgendwann eine Lösung für dieses Problem finden. Da wir allerdings viel zu faul sind, diesen ganzen Müll irgendwie aufzusammeln, dachten wir uns, wir automatisieren diesen Prozess. Deshalb bauen wir jetzt eine fahrende und automatische Mülltonne, die den Müll selber einsammelt. Dafür brauchen wir zuerst einmal eine Mülltonne. Aber wo kriegen wir die her? Das ist eine gute Frage. Hörst du das? Was? Wow! Meinst du sowas hier? Die brauche ich nicht mehr. Ja, die nehmen wir gerne. Vielen Dank. Perfekt. Für den Antrieb von unserem Mülleimer haben wir uns überlegt, da brauchen wir schon ein bisschen Leistung. Aber wir möchten natürlich nicht so ultra viel Geld ausgeben. Deswegen dachten wir uns, wir holen uns einfach ein gebrauchtes Hoverboard von eBay. Und das machen wir jetzt. Das hört sich schon mal ganz gut an. Oh, es ist schon, oh Junge, lass uns wirklich noch eins kaufen zum Spaß einfach für die Halle. Zurück in der Halle muss ich natürlich erstmal ein bisschen damit rumfahren. Aber danach haben wir es natürlich direkt auseinandergebaut. Ich habe dann danach geguckt, was ich so für Chips da drin finde, habe ein bisschen gegoogelt und dann ist mir ein Problem aufgefallen. Wir hatten leider ein paar Probleme mit dem Motorcontroller vom Hoverboard, weil ich nichts online dazu finden konnte. Und deswegen haben wir uns einfach noch ein Hoverboard geholt. Damit lief dann auch fast alles perfekt. Also ich habe jetzt hier ein bisschen verkabelt. Das Problem ist nur, dass die Motoren sich einfach manchmal random bewegen, auch wenn ich nichts mache. Das ist doch auch ganz cool, wenn sich die Mülltonne einfach so ein bisschen von selbst bewegt. So selbstständiger, so autonom kann man schon sagen. Aber man kann es auf jeden Fall jetzt so steuern. Ich denke, ich baue die Motoren jetzt einfach mal ein und dann können wir gucken, wie das Ganze läuft. Oh, pass auf, Leo! Um den Müll jetzt einzusammeln, wollen wir noch einen niceen Staubsauger bauen. Den bauen wir aus Abwasserrohren. Steht in unserem Mülleimer. Und dann haben wir hier den Auffangbehälter. Hier kommt dann dieser Schlauch rein. Und hier oben wird die Luft rausgesogen, damit auch irgendwas durch den Schlauch reinkommt. Nice. Nee, warte mal. Nice. Um die Luft da oben jetzt rauszusaugen, werden wir jetzt hier eine richtig dicke Turbine befestigen. Und dafür baue ich jetzt erstmal einen 3D gedrückten Halter da oben dran. Die Stromversorgung geht über einen Akku, genauer gesagt ein Lipo. Doch der braucht jetzt erstmal einen Adapter. Dieser Adapter schaltet diese beiden Akkus jetzt in Serie, sodass wir am Ende hier dann die doppelte Spannung von einem Akku haben und es richtig abgehen sollte. Fuck. Shit. Ich hab gar keine Ahnung, wie ich diese fernsteuere. Digga. Boah, irgendwie stinkt so. Oh. Irgendwie. Scheiße, müssen wir nochmal ein Ding bestellen. Da muss ja noch rechtzeitig ankommen. Das hat schon mal nicht so gut geklappt. Ich würde sagen, neuer Tag, neuer Motorcontroller, neues Glück. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall einmal diesen Propeller an dem Ding hier befestigt, damit wir nicht halten müssen, weil es uns zu gefährlich ist. Und dann stecken wir jetzt in den Eumel rein und dann können wir ihn gleich mal testen. Yes, sir. It was at this moment that he knew he fucked up. Ey, ist der einfach komplett kaputt. Wir sind einfach alle ab. Der geht das richtig ab hier mit seinem Megapropeller, Alter. Vor allem, ey, ich find's halt schon krass, wie einfach so ein Papiertüchlein, Alter, hat man einfach Gut, so viel dazu, hat schon mal nicht so gut funktioniert. Den Propeller gab es zum Glück als Ersatzteil, den haben wir jetzt schon mal direkt bestellt, alles repariert und weiter geht's. Damit der jetzt nicht wieder direkt kaputt geht, müssen wir erstmal unseren Propeller irgendwie schützen. Das heißt, wir brauchen einen Filter darunter oder sowas in der Art. Aber vielleicht von dem alten Staubsauger oder sowas. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass der dann so den Luftstrom so richtig blockt und das dann so richtig schwach ist. Naja, ob das so eine gute Idee war, wird sich am Ende noch rausstellen. Erstmal wieder 3D gedruckter Halter anbringen, damit wir jetzt den Luftfilter hier anbringen können. Mal gucken, wie es funktioniert. Doch bevor wir den jetzt nochmal testen, wollen wir erstmal den ganzen Sauger abdichten. Dazu baue ich jetzt hier unten nochmal einen Boden rein. Der wird dann festgeschraubt von den Seiten und mit Heißkleber nochmal so ein bisschen abgedichtet. Es ist jetzt 1:02 Uhr.
Julius hat schon die letzte Bahn genommen und ich muss noch ein paar Code-Changes machen für diesen Controller da drin, damit wir unsere Turbine hier richtig benutzen können. Die hat nämlich Sicherheitsfeatures und da muss ich bei jedem Start der Turbine muss ich die erst initialisieren. Das funktioniert jetzt alles. Ich zeige es euch einmal ganz kurz und dann gehe ich schlafen. Die Turbine. Funktioniert auf jeden Fall richtig nice. Ich kann hier mal was einsaugen. Abfahrt. Funktioniert auf jeden Fall richtig geil. Nice! Ich habe jetzt hier ein kleines Test-Script für die Turbine installiert und wir mal gucken, ob die jetzt dieses Testo-Glas einsaugen kann. Und das mache ich jetzt einfach mal. Test geht los. 3, 2, 1. Sie geht langsam an. Auch der Arm bewegt sich. Aber der Arm bewegt sich in die falsche Richtung. Was ist gerade passiert? War komplett Fettdampf einfach aus dem Ding rausgekommen. Also so richtig, richtig Fettdampf. Ich hoffe mal, der ist nicht kaputt, Leon. Ich glaube, es sieht aber sehr schlecht aus. Bruh. Oh. Leute, ist das Kabel abgeschmolzen vielleicht? Aber irgendwie ist halt auch komplett immer. Also so alles ist so locker einfach. Und wir kommen einfach nicht dazu, das Ding mal richtig zu testen. Das gibt's nicht. Ey, shit, ich habe halt nach dem Maximum Throttle-Test auch gar nicht mal geguckt, ob die heiß ist oder so. Wir dachten uns, wir müssen den Müll ja auch irgendwie von höher gelegenen Spots holen. Deswegen brauchen wir noch einen Arm, um den Sauger so ein bisschen hoch und runter zu tun. Dafür habe ich erstmal mal ein 3D-Modell erstellt am PC, die Teile ausgedruckt, angesprayt und zusammen mit Holzstäben befestigt, damit wir diesen Arm haben. Gepowert wird das Ganze durch Servomotoren. Die haben allerdings zusätzlich nochmal eine Übersetzung bekommen mit 3D-gedruckten Zahnrädern, damit die noch mehr Kraft haben. Damit ich wusste, wo die Löcher sind, um die Schulter anzuschrauben, habe ich mir so eine Schablone ausgedruckt. Da konnte ich dann durchbohren und das ganze Ding festschrauben und dann auch an der Schulter diese Rundung eingebaut, damit es da wirklich perfekt dran sitzt. Jetzt muss ich nur noch alles anschließen und wir konnten durchstarten. Alrighty, ich würde sagen, erster Testrun mit allem angeschlossen. Oder Leo? Jo, würde ich auch sagen. Ich schließe jetzt einfach mal das Kabel hier oben dran. Digga. Ich weiß nicht. Digga, er hat halt mies Anfälle einfach. Das Problem, auf das ich jetzt gestoßen bin, ist, dass dieser Arduino es nicht gleichzeitig geschafft hat, die Motoren richtig anzusteuern für die Arme und für die Turbine und die Signale an unseren Hoverboard-Motor-Controller zu schicken. Um das Problem zu lösen, habe ich einfach dafür gesorgt, dass viel seltener Signale an unseren Hoverboard-Controller geschickt werden. Das Problem war, dass man damit jetzt leider nicht mehr so gut fahren konnte und die Steuerung hat auch immer noch nicht optimal funktioniert. Deswegen habe ich für die Fernbedienung hier noch einen Switch eingebaut, mit dem man einfach umschalten kann zwischen Fahrmodus und Armbeweg- und Turbinenmodus. Nach einem kleinen Software-Update von Leo hat jetzt unser kleiner Bub keine Zuckungen mehr und der Arm lässt sich ganz normal steuern hier. Also, ja. Vielleicht nicht die natürlichsten Bewegungen, aber auf jeden Fall funktioniert es erstmal. Oh. Den Switch umlegen. Dann kann sich. Oha. Er hat sich einmal gerade selbst gefahren, obwohl er sich eigentlich gar nicht fahren konnte. The fuck, Alter. Er entwickelt eine eigene Persönlichkeit irgendwie. Burnout. Okay, gut, die Mülltonne sieht schon mal mega nice aus und fahren tut sie auch. Mal gucken, ob sie dann auch im Echttest funktioniert. Doch bevor wir das machen, möchte ich euch noch ganz kurz von unserer Kooperation mit Talentmaschine erzählen. Talentmaschine ist die Nachwuchsinitiative aller Maschinenbauer und Anlagenbauer hier in Deutschland. Also, falls euch Projekte wie dieses hier oder auch alle anderen auf unserem Kanal mega gut gefallen, dann solltet ihr vielleicht mal in Erwägung ziehen, Maschinenbau zu studieren oder eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Ich mache übrigens auch gerade ein Studium als Maschinenbauer und ich bin sehr begeistert. Also, wenn euch das interessiert, schaut doch mal auf der Website von Talentmaschine vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung. Doch ich will euch gar nicht länger aufhalten. Lasst uns einmal den Mülleimer testen. Er wacht zum Leben. Pass mal auf, dass du nicht irgendwie ein Auto anfährst oder so gleich. Ja. Mach mal ganz an. War ganz an. Echt? Ja, irgendwas ist hier falsch. Der Staubsauger funktioniert irgendwie nicht so ganz, keine Ahnung warum. Wir fahren jetzt damit einfach mal ein bisschen rum und gucken, wie das so funktioniert. Oh! Alter, der Schwerpunkt ist einfach nicht ganz so optimal. Es hat wirklich alles kaputt. Fuck, Mann. Als wir uns dafür entschieden haben, die wirklich große Mülltonne zu nehmen, dachte ich nicht, dass so kritisch ist mit dem Umkippen. Ey, shit. Oh, nee. Einfach in den Mund. Wo ist der eigentlich, der Schatzhaufen? Der ist jetzt komplett weg, der ist nämlich hier. Ich hätte halt gedacht, wir fahren hier ein bisschen rum, irgendwann fällt er halt hin und dann ist er kaputt, aber
Wir sind nicht mal richtig losgefahren. Entschuldigen Sie, ganz eine Frage. Sie kennen doch bestimmt diese Staubsaugerroboter, die so zu Hause rumfahren, oder? Die haben auch so eingebaut. Findest du den besser? Würdest du dir auch einen so für zu Hause holen? Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist ein bisschen groß. Ehrlich? Zu groß? Ja. Aber dafür ist er auch viel, viel leistungsstärker. Also erste Absage, er ist zu groß. Aber ich denke, wir finden bestimmt jemanden, der die Größe passend findet. Finden Sie cool? Ja. Ja? Geil. Hätten Sie auch sowas gern so für zu Hause, so zum Staubsaugen? Das ist ein Staubsaugroboter. Ja, ist? Ja, also es ist ein bisschen kaputt gegangen, aber theoretisch schon. ja, genau. Auf YouTube? Ja, das kommt auf YouTube. Ja, cool. Oh, Alter! Moin. Moin. Wir testen unsere Mülltonne. Ja, das ist so ein Staubsauger eigentlich. Also wir wollten eigentlich ein bisschen Müll aufsammeln, weil es hier so ein bisschen verdreckt war. Aber jetzt sind wir. Aber das Problem ist, wir sind gestürzt mit dem Ding. Und da ist unser Staubsauger abgebrochen. Deswegen können wir jetzt leider doch keinen Müll mehr aufsammeln. Ja. Deswegen fahren wir jetzt einfach nur noch rum. Ja, perfekt. Machen wir. Vielen Dank. Cool. Okay, gut, ciao. Ja, Leo. Was denkt ihr denn eigentlich von dieser wundervollen Konstruktion? Sieht sehr cool aus. Würdet ihr denken, das wäre für euren Haushalt? Die Wohnung ist leider zu klein für den Kerl. 11 von 10. 11 von 10, ich würde mal sagen, approved by the community. Tion, wir müssen jetzt hier irgendwie mal ein bisschen klar machen, wer hier der Mülleimer auf dem Feld ist. Und... Bam! Ich weiß nicht, also... Oh. Ich bin an diesem Fahrradfahrer gefahren. Ich bin halt Teil, was er kann. Nice. Und deswegen wollen wir jetzt einfach nochmal einen finalen Test machen und gucken, ob es vielleicht doch noch geht. Ich hoffe es ein bisschen. Ich stöpsel mal alles zusammen. Es wird spannend. Oh, yo. Yo. Ja, ich würde sagen, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ihr könnt aber auch auf unserem Kanal vorbeigucken. Der heißt Baubums. Und da haben wir auch Projekte, die ein bisschen besser gelaufen sind. Link in der Videobeschreibung.